Willkommen zurück bei Geralt. Ja, hier am Flussufer und zu einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Die Elfen sind am Angeln. Ansonsten haben wir hier im Moment nichts zu tun. Ich würde mal sagen, die Ertrunkenen am Flussufer. Ja, wo sind die denn? Durchgang zum Dorf, da müssen wir sowieso hin. Also machen wir uns mal auf den Weg. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder in die Wyvern reinlaufe. Und wenn doch, dass ich bereit bin, mal schauen, ob die wieder angeflogen kommen oder nicht. Das sehen wir gleich. Den Ort der Macht brauche ich im Moment nicht. Und dann muss man hier abbiegen. In Richtung Dorf. Kommen wir wieder an Berengar vorbei, der wahrscheinlich an seinem Lagerfeuer sitzt, genau. Aber vermutlich noch nicht sonderlich gesprächig ist. Ja? Okay. Lebt wohl. Ne, hier gibt es noch nichts Neues, also geht's in Richtung Dorf, wo es einiges zu tun gibt. Also werden wir diese Folge viel, viel Quests erledigen, schätze ich mal stark. Und was da so alles passiert, das weiß ich selber noch nicht, das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall macht es echt Spaß, auch mal hier wieder Abwechslung. Jetzt waren wir in Vysima, also nur in der Stadt quasi unterwegs. Jetzt sind wir hier mal wieder schön draußen. Okay, das ist ja die Nummer mit nachts, das geht jetzt gerade im Moment nicht. Das machen wir dann aber noch. Alvin, der ist im Gasthaus, im Dorfprobst, der ist wo? Haus des Dorfprobstes. Dem kann man die Trophäe abliefern. Wo wohnt er denn? Hier. Genau. Tür zum Haus des Dorfprobstes. Dann schauen wir mal, ob der zu Hause ist. Auf jeden Fall hat er hier. Ach, der Tobias. Das ist der Dorfprobst. Wir räumen erstmal sein Zeug leer. Das Dolch brauchen wir nicht. Ich werde alt. Ja, so sieht es auch aus. Zumindest älter. Schweinefleisch. Yummy. Ein Schal. Nee, einen Schal brauche ich tatsächlich mal nicht zur Abwechslung. Aber Zeug zum Essen kann nie schaden und dann reden wir mal mit ihm, nachdem wir hier alles leergeräumt haben. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Geralt von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich zwei Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfprobst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Tja, gute Frage. Wir fangen mal oben an. Ich wollte mit euch über die Wodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Vysima. Alles klar. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnungen für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Okay. Bitteschön. Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. Nice. Sehr schön. Habt ihr Arbeit? Eine Kreatur. Es heißt, gibt es Belohnungen? Bringt mir. Erzählt mir mehr. Worüber? Ah, okay. Das war die eine Quest. Gibt es Würfelspieler in der Gegend? Das ist ein beliebter Zeitvertreib, Bestientöter. Ich bin auch kein schlechter Spieler. Wir sollten uns mal zusammensetzen. Tja, wir spielen schon wieder Poker, ich weiß. Ich weiß, dass es gerade irgendwie jede Folge einen Gegner gibt, aber wir machen's.
So, der alte Zementauer, 800 Orens bekommen und wir können auch gegen ihn Poker spielen. Ja, dann schauen wir mal, ob uns das Glück hold ist. Wir haben einen Drilling, das ist schon mal sehr schön. Da kommt er nicht ganz hinterher. Wir erhöhen mal Fett, vielleicht geht er dann raus. Er geht nicht raus, okay, interessant. Ich hoffe nur, ich habe mich da jetzt nicht verdaddelt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber wenn man 4 linkt, da kommt er doch nie im Leben drüber. Komm schon, mach jetzt keinen Scheiß. Aber normalerweise. Ja. Das ist ganz stark. Unsere Runde im Pot sind schon 280. Vielleicht gewinnen wir jetzt gleich mal das erste Spiel. Das wäre echt schön. Ein 5er Paar. Das ist echt nicht so überragend. Er hat ein 4er Paar. Vielleicht geht er wieder raus, wenn ich 120 rein putter. Nein, geht er nicht. Okay, dann müssen wir jetzt Glück haben, dass wir die Runde gewinnen. Dann würden wir nämlich echt gut Geld machen. Wir haben 2 Paare. Komm schon, mach keinen Scheiß. Und ein Drilling oder so, das wäre echt ärgerlich. Kein 4er, dann ist alles gut. 2 Paare, 5 und 4. Und da sind wir drüber mit 5 und 6. Kriegen das ganze Geld nice. Und haben direkt gewonnen. Das erste Spiel. Sehr schön. Und sind inzwischen jetzt schon 2 weitere Stufen aufgestiegen. Ich habe gehört, ihr hättet 3 tödliche Kreaturen erschlagen. Ihr habt richtig gehört. Ich habe eine spezielle Belohnung für euch. Dieser Runenstein könnte euch nützlich sein. Ich kann vielleicht bald mehr Belohnungen bieten. Schön. Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Mhm. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein? Das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Das ist nicht ganz richtig, aber... Wie sieht es aus? Habt ihr... Es gibt wichtigere Angelegenheiten. Okay. Gibt es... Am U... Das kennen wir schon. Und dann ist da das Fischvolk. Eine Geißel unseres Lebens. Wieso? Sie wurden bösartig, vertrieben uns vom Wasser, verwundeten einige von uns und töteten sogar ein paar. Mhm. Julian kann euch mehr erzählen. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Bestientöter? Ja, wir haben da noch was. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Vodjanoi-Priester finden kann? Er sitzt häufig beim Altar der Herrin des Sees am Ufer. Manchmal verjagen ihn die Anhänger Dagons, aber er kommt stets zurück. Verstehe. Okay, damit war's das hier. Wir sind 2 Stufen aufgestiegen insgesamt jetzt in letzter Zeit. Das heißt, wir brauchen mal ein Feuer, dass wir Punkte verteilen können. Hat's hier irgendwo eins vielleicht? Da wollte ich nicht hin. Karte. Können wir vielleicht in irgendeinem Haus uns... Alinas Haus, können wir vielleicht, wenn wir mit Alina reden, uns da ausruhen quasi und Punkte verteilen? Ich weiß es nicht. Muss ich kurz schauen. Mal schauen, ob sie überhaupt zu Hause ist. Ja. Alvin ist wahrscheinlich irgendwo draußen unterwegs, schätze ich mal stark. Warum sucht ihr mich? Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ich würde gerne mal kurz Pause machen, weil wir haben neue Talente erworben. 4x Silber... und 4x Bronze. Und ja, wir bringen Art mal auf Stufe 4.
Sehr schön. Dauerkritische Effekte plus 50%. Kosten des Wirkens von Zeichen minus 20%. Nice. Das nehmen wir mit. Erhöht die Chance von Niederschlag, Lähmen plus 25%. Das wäre natürlich alles schön. Machtverstärkung des Zeichens zu starten. Rechtsklicken und gedrückt halten. Auch nice. Das ist alles schön hier. Nehmen wir alles mit. Da brauche ich Silbertalente dafür. Schmerz plus 15. Und hier noch. Hier haben wir soweit schon alles geskillt. Noch zwei Silber und ein Bronzetalent. Dann nehmen wir maximal noch auf Stufe 2. Und Quen kann ich gerade nicht, weil da bräuchten wir noch ein anderes Talent. Art ist jetzt schon auf Stufe 4. Das ist echt stark. Können wir noch machen. Stärke können wir auf Stufe 4 bringen. Ich würde sagen, wir machen das noch. Vitalität plus 2 für jede Charakterentwicklungsstufe. Das ist natürlich auch nice. Oder Rüstung plus 5. Ich würde sagen, wir machen Vitalität plus 2 für jede Charakterentwicklungsstufe. So, und dann meditieren wir mal, bis die Sonne wieder aufgeht. Und dann haben wir echt unsere Stats mal wieder ein bisschen gepimpt. Schön. Wir haben jetzt 548 Vitalität. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Wir gehen mal raus. Hatten ordentlich viele Punkte jetzt zu vergeben für zwei Stufen. Welche Stufe sind wir jetzt eigentlich? Oh, Stufe 24 schon. Nice. So, was steht questmäßig noch alles an? Ertrunkenen am Flussufer geht nur nachts mit Julian. Gasthaus. Jagd auf die wilde Jagd nur nachts. Mit der Hexe sprechen. Die Hexe, in Anführungsstrichen. Hexe, wo wohnt die? Straße zum Gasthaus. Okay, es führt also quasi alles in Richtung Gasthaus im Moment. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf den Weg. Noch ein paar Gänse unterwegs. Hier komme ich runter. Straße in Richtung Gasthaus. Und das hier ist vermutlich das Gasthaus, so wie es aussieht. Ziemlich großes tatsächlich, aber ja. Hütte des Heilers. Hier rechts. Die hier. Sieht so aus, wie die Tür ist immer hier seitlich. Okay. Dann schauen wir mal hier rein. Hütte des Heilers, beziehungsweise es soll ja eine Heilerin sein. Yummy, noch ein bisschen was zu essen. Haus ist aber gerade, glaube ich, niemand, wenn ich das richtig sehe. Ach doch, Abigail. Ach, tja, jetzt sehen wir sie also wieder. Wir haben uns nicht so im Guten getrennt. Jetzt treffen wir sie wieder. Hallo. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Abigail. Ihr habt also ein neues Zuhause gefunden. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ihr Heiler ist letzten Winter gestorben. Wenn ihr wollt, verrate ich euch ihr größtes Geheimnis. Ihr habt euch kein bisschen geändert. Ich habe ein Rezept des alten Heilers abgewandelt und eine spezielle Salbe entwickelt. Die lässt das Fell ihrer Kühe glänzen. Ehrlich gesagt habe ich mich geändert. Was führt euch her? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mich vermisst habt. Ja. Sie hat ein bisschen was. Wir können ihr ein bisschen was verscheppern. Nur die zwei hier, aber immerhin die zwei Sachen. Dann ist hier wieder ein kleines Mini-Bisschen mehr Platz. Und ja, wir reden mal wieder mit ihr. Was? Ich habe den Schatz der Griggs.
Dann bringt das Reitgeschirr jetzt zur Kapelle unserer Griggs. Sie steht bei der Brücke. Ein kleines rotes Sandhorn. Geht am folgenden Tag wieder hin und seht nach, ob die Griggs das Geschenk akzeptiert haben. Wie erkenne ich das? Sie werden euch wiederum ein kostbares Geschenk überlassen, das Freundschaft oder Freude symbolisiert. Wenn Hahn dieses Geschenk bei sich hat, behelligen ihn die Griggs nicht mehr. Lebt wohl. Okay, sehr praktisch. Können wir sonst noch irgendwas mit ihr reden? Hallo? Was? Ja. Warum lebt ihr nicht im Dorf? Hexen leben außerhalb von Dörfern, wie seit Urzeiten. Das muss man akzeptieren. Abigail, erinnert ihr euch an die Höhle? Vorbei ist vorbei. So ist das. Alles klar. Lebt wohl. Und tschüss. Wir wissen, was wir machen müssen. Okay, da ist nur eine Fackel drin und tschüss. Wenn wir eh schon beim Gasthaus sind, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt, bevor wir jetzt wieder weglaufen. Zum Schrein der Kriegs. Und dann wieder zurück zum Gasthaus laufen. Ach, wisst ihr was, wir laufen jetzt einfach dahin. Wir müssen ja dann eh einen Tag warten und dann, ja. Ach, kommt jetzt die Hochzeit? Oder wie? Oder was? Vermutlich irgendwann. Da ist Selina, da ist Julian, mit denen muss ich auch noch reden. Mhm. Guten Morgen, Hexer. Seid gegrüßt. Ihr seht traurig aus. Meine Schwester heiratet einen Mann, den sie nicht einmal mag. Ich habe für die Hochzeit nichts anzuziehen, da unser Vater alles für die Mitgift seiner geliebten Tochter ausgibt. Außerdem ist es höllisch heiß. Aber sonst ist alles bestens. Hört sich ja nicht so gut an. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich, aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben, auf dem erstbesten Stein. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Ja, okay. Ich habe den Ring. Zeigt her. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Ja, ich habe nämlich gar keinen Ring mehr. Das ist das Problem. Ich kann ihr einen Diamant geben, aber das ist kein Ring. Einen Ring an sich habe ich keinen mehr. Die habe ich alle verschachert. Auf diese Weise erreichen wir gar nichts. Mhm. Ich habe nämlich keinen Ring mehr im Inventar. Tja. Verschlingervertrag, Riesentausendfüßlervertrag, Wyvern-Eye-Vertrag, ich kann nichts mehr aufnehmen. Dieses Inventar ist recht zum Kotzen. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Wyvern-Eye-Vertrag, Basilisk-Vertrag, Alp-Vertrag, ja, Alp-Vertrag. Ja, schauen wir mal. Ja, 3 Basilisken heute, 2 hatten wir schon, die haben wir wieder verkauft. Na, Glückwunsch. 3 Wyvern-Eier, wir haben... Haben wir ein Wyvern-Ei? Ich glaube nicht, ne? Ach doch, wir haben ein Wyvern-Ei. 10 Verschlingerzähne, Alter, natürlich. Schon wieder Nebenquests bis zum Abwinken. 5 Altfangzähne, die hätten wir schon längst, wenn ich die mal eingesammelt hätte. Ach ja. Egal, wir wollten laufen.
Und zwar zum Altar von den Kriegs. Und da lasse ich mich jetzt erstmal nicht wieder aufhalten von 10.000 Nebenquests. Wie gesagt, der Fokus soll auf der Story liegen und wir müssen die ganzen Hexeraufträge jetzt nicht machen. Weil dann brauchen wir wieder 2 Folgen, um irgendein Buch zu sammeln. Ach, hier komme ich nicht hoch. Irgendein Buch zu sammeln, dass wir dann den Bestiariumseintrag kriegen, den passenden. Und dann danach geht es dann wieder los. Dann müssen wir wieder zig Monster töten und da habe ich echt keine Lust drauf im Moment. Absolut gar nicht. Und wir haben ja auch schon diverse von solchen Nebenaufträgen gemacht und wenn sich mal was anbietet und leicht geht, dann nehme ich das auch mit, natürlich, absolut keine Frage, aber ich will jetzt hier nicht bis zum letzten Tropfen jede einzelne Nebenquest machen, vor allem weil das ja nur so Sammelaufträge sind, so in Anführungsstrichen storyhaltige Quests mache ich auch alle. Das klang schon wieder verdächtig nach Riesentausendfüßler, da habe ich gerade gar keinen Draufverständnis. Ah, okay. Seid ihr Kriegs? Die sind ja knuffig. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Oh, ein 4-blättriges Kleeblatt. Das kriegen wir direkt, ohne einen Tag zu warten. Und das müssen wir jetzt dem Maurer geben. Und dann hätten wir die Quest erledigt. Hier, Hahn, schau mal. Herr... Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses 4-blättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Buch über Geister, Hilfe des Sohnes, Gold. Hilfe des Sohnes ist zwar ganz nett, aber ja, wir sind selber so stark... Glaube ich nicht. Buch über Geister und Gold. Ich bevorzuge Gold. Ja. 400 Ohren. Danke. Ich nehme das Gold mit. Herr, ich frag mal genau. Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Okay. Lebt wohl. Alles klar. Ach, wäre ich doch nur ein Wunder. Damit haben wir die Quest erledigt. Ja, unser Questlog füllt sich hier schon wieder in den ganzen Nebenmissionen. Ja, wir brauchen, ich glaube, noch einen Profi müssen wir noch besiegen. Dann können wir auch an geschlossenen Spielen teilnehmen. Wir müssen mit Julian noch reden. Und damit geht's zurück zum Gasthaus. Und wir müssen dann noch zurück zu Alina, aber jetzt erstmal zum Gasthaus wieder zurück. Riesentausendfüßler. Ah, Moment mal. Ich speichere jetzt mal. Ich renne erst weg und speichere dann. Machen wir es so. So. Silberschwert, starker Kampfstil, Art und dann probieren wir es nochmal gegen den Kackriesen 1000 Füßler. Wird doch wohl möglich sein, den zu töten, oder? Zeit lässt. Ein Chitin-Exoskelett, das nehmen wir natürlich mit. Ja, schön. Wenn wir uns also Zeit lassen und uns konzentrieren, dann klappt das. Dann können wir auch Riesentausendfüßler töten ohne Schwalbe. Circa ein halbes Leben kostet er uns. Das ist also möglich.
jetzt erstmal zurück zum Gasthaus. Da gibt es dann einiges zu reden. Das heißt, der nächste Part wird mit vielen Dialogen anfangen, so leid es mir für euch tut. Die ihr eventuell keine Dialoge mögt. Ich weiß es ja nicht. Ruft meine Markierung mich hin. Okay, das ist da unten das Dorf. Das Gasthaus ist hier links. Markierung stimmt schon. Hier ist alles schon so langsam bereit für die Hochzeit, so wie es aussieht. Und bevor wir jetzt Julian suchen oder Rittersporn oder beide, was wir dann machen werden, mal kurz speichern, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer eine Freude für mich, dass ihr meine Videos schaut und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.